Heute teste ich mal die Linse, die ich gebaut habe. Es ist heute etwas bewölkt, aber wir haben eigentlich genug Sonne. Aber ich habe das Gefühl, ich habe zu wenig Luftdruck im Reifen. Ja. Jetzt fahre ich gegen die Sonne. Ich habe ja hier auf den Objektivschutz oder die Objektivschutzkappe eine Linse obendrauf geklebt. Und das wird garantiert dazu führen, dass ich hier mehr Lensflare habe oder noch zusätzlich. Mal schauen, wie das aussieht. Vielleicht ist es trotzdem brauchbar. Aber eigentlich geht es jetzt erstmal nur darum, ob das Bild schärfer wird und ob ich vielleicht noch was anderes machen muss, ob ich eine andere Linse drauf tun muss. Das ist nur ein Experiment. Ich könnte genauso gut wie alle anderen einfach meine Kamera zurückbringen und austauschen. Aber ich werde wahrscheinlich eher eine dazu kaufen. Eine, die dieses Problem nicht hat. Und dann mit der hier experimentieren, weil ich habe noch kein Video gesehen, wo die Kamera auseinandergenommen wird, also ein Teardown-Video. Das wäre noch interessant, das könnte man noch machen. Ich habe keine Ahnung, ob das zerstörungsfrei geht. Wahrscheinlich beim ersten Versuch eher nicht. Aber irgendwer muss es ja mal machen, ne? Also durch diese zusätzliche Linse vorne drauf verändert sich ja das Field of View auch ein bisschen. Das ist ja nicht gleich geblieben. Das Licht wird ja jetzt abgelenkt. Ich habe versucht, den Teil der Linse zu nehmen, der auf allen Seiten gleich ist, und den Rest wegzuschleifen. Ich weiß nicht, ob das so hundertprozentig gelungen ist. Ich muss nachher mal die Ecken genauer anschauen, ob das stört mit der Distortion oder nicht. So, jetzt aber. Jetzt hat man was gehört, ne? Also ich fahre jetzt hier hoch bis Gran Montana mit dieser Linse. Und wenn ich runterfahre, fahre ich mit der anderen Linse. Und dann vergleiche ich das mal 1:1. Ja, 1:1 geht nicht. Ihr müsst ja, das mache ich da oben. Da suche ich einen Spot, wo ich die Linse wechsle und aus der gleichen Perspektive nochmal filme. So, schöne Straße voraus. Juhu. Für eine Kurve, was machen wir zuerst? Schneiden.
So, jetzt wechsle ich mal die Linse. Ja, geht weiter. So, jetzt habe ich die Linse getauscht. Jetzt ist die originale drauf. Und die Veränderungen, die ich jetzt gemacht habe, die sind ja nur an der Linse und nicht an der Kamera selber. Das heißt, die Kamera hat ja keinen Schaden genommen. Ich werde gleich heute zu Hause das Ganze auswerten und dann überlegen. Also ich könnte versuchen, sie noch zurückzugeben, aber eigentlich ist es viel, viel interessanter, mit dem zu experimentieren. Weil es wird garantiert jemanden geben, der daran hängen bleibt und dann eine Lösung braucht für dieses Problem. Und ich bin zwar nicht der Beste, den man sich vorstellen kann, um dieses Problem zu lösen, da gibt es garantiert andere, die viel, viel besser vorbereitet sind und viel mehr darüber wissen. Aber ich habe Bock darauf. Ich habe Lust, eine Lösung zu finden. Und rauszufinden, welche am besten ist. Also, das hier ist eine Variante mit der Linse. Aber die nächste Variante, die ich mir schon überlegt habe, ist der Versuch, die Kamera zu öffnen und das nachzustellen. Was vielleicht noch Zusatznutzen bringt. Also man könnte versuchen, den Fokus halt fürs Vloggen einzustellen. Dann hätte ich eine Kamera, die ich zum Vloggen nehmen kann, wo ich in naher Distanz ein gutes Bild habe, und die andere wäre dann einfach für die Montage am Motorrad. Was auch cool wäre, dieselbe Kamera reagiert gleich bei demselben Licht, alles wäre gleich. Ich müsste eigentlich dann ganz, ganz wenig nachjustieren, einfach beide gleich einstellen und hoffen, dass ich sie nicht beide falsch eingestellt habe. Und Nachteile könnten sein, wenn Licht auf die Linse fällt, dass ich sehr viel Lensflare habe, dass man das Bild gar nicht brauchen kann. Das kann aber auch sein, dass das ein Riesenvorteil ist und das wirklich also cinematischer aussieht oder wie auch immer. Jede Linse hat ihre Vor- und Nachteile. Hier habe ich eine Linse, die es nur einmal auf der Welt gibt, die ich verändern kann. Wo ich Kratzer reinmachen kann, damit ich noch mehr Lensflare habe oder einen gerichteten Lensflare oder was auch immer. Oder wo ich das eben nicht machen kann. So, wir könnten gleich mal zum See fahren. Ah ne, da müsste ich ein Stück laufen. Obwohl, ich habe nichts dagegen, ein Stück zu laufen. Jetzt ist die Kamera in Armlänge. Jetzt habe ich die Linse gewechselt. Selbe Position wie der Kamera in Armlänge. So, das muss jetzt reichen. Ich gucke jetzt zu Hause, was das wird, und dann vergleiche ich.